Wir beobachten sehr genau die aktuellen Trends zur Individualisierung und verspüren Veränderungen in allen Lebensbereichen und versuchen natürlich dazu auch maßgeschneiderte Angebote entsprechend zu schaffen. Das bedeutet zum einen, dass wir bedarfsabhängig die Mobilität entsprechend anpassen, indem wir unser Angebot verbessern und zum anderen natürlich, was die vertriebliche Seite angeht, dort auch auf die entsprechenden Kundengruppen gezielt eingehen und dort spezielle Angebote für ihre Bedürfnisse halt auch schaffen und liefern. Was heißt das konkret? Zum einen auf der Angebotsseite verbessern wir dort die Bandbreite der Verkehrsmittel, die wir zur Verfügung stellen. Sie haben die Möglichkeit, über unsere Polygo-Card entweder ein Fahrrad über Regiorad zu beanspruchen oder von Stella den E-Roller halt zu nutzen oder über verschiedene Carsharing-Anbieter quasi auch ein Auto sich zu mieten, immer dann, wenn sie es halt entsprechend brauchen. Auf der tariflichen Seite bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Zum 1.4.2021 werden wir das 10er Tagesticket implementieren. Das ist speziell für die Kundengruppe der Homeoffice-Nutzer gedacht und angesiedelt zwischen einem klassischen Tagesticket auf der einen Seite und einer Monatskarte auf der anderen Seite.